Alpakatorum, Teilnehmer und was sie gemacht haben. Alle haben generell ein Konzept erstellt, was ich jemand vorstellen wird. Merlin hat eine Über-uns-Seite programmiert. Luis hat eine Startseite programmiert. Nele einen Button und eine Über-uns-Seite mit Merlin programmiert. Und ich habe ein Logo gestaltet und die Präsentation erstellt. Problem und Fragestellung. Es gibt keine Plattform, um zu gucken, was für Hobbys existieren. Untypische Hobbys werden vorgestellt, die man selbst nicht kannte. Unser Endprodukt soll ein Forum zum Kennenlernen von neuen Hobbys sein und auch über und eine Möglichkeit zu sein, über Hobbys zu reden. Man soll auch neue Kontakte knüpfen können über ganz Deutschland verteilt und vielleicht auch Informationen über Hobbys sammeln, die einem noch gar nicht bewusst sind, dass sie existieren. Unser Konzept haben wir jetzt allererstes gemacht. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie unsere Web-App aussehen soll. Das haben wir für die Anmeldung, für die Infoseite, die Hauptseite und die Startseite gemacht. Als nächstes zeigen wir euch das kurz. Hier könnt ihr euch, das ist die Anmeldeseite im Konzept. Weiter. Das ist unsere Hauptseite mit für die Möglichkeit zum Auswählen der Kategorien, Unterkategorien, zum Chat erstellen und so weiter. Das ist unsere Startseite mit unserem Logo repräsentativ. Und der Möglichkeit, auf die Über-uns-Seite zu kommen. Und nochmal eine Registrierungsseite. Als Daten und Technologien haben wir die Programmiersprachen JavaScript, HTML und CSS verwendet. Als Zeichenprogramm für die Konzepte haben wir ExcaliDraw verwendet und unser Editor war Visual Studio Code. Unser ganzes Projekt liegt auf Git. Jetzt zeigen wir Ihnen einmal unsere Seiten. Das hier ist einmal die Startseite. Hier sieht man dann noch die About Us-Seite. Dann haben wir hier die Seite zum Einloggen. Und jetzt zeigt euch Luis noch, also stellt uns euch Luis noch unsere Hauptseite vor. Ja, erstmal haben wir oben oder unter dem Alpakatorum Schriftzug haben wir einmal eine sozusagen eine ein, sagen wir jetzt einfach mal Leiste, wo man die verschiedenen Sachen auswählen kann. Das bedeutet, man kann sich leichter durch die eigenen oder durch die Seiten halt klicken. Dann bleibt sie auch oben von selbst stehen, wenn man runterscrollt. Unten Chatrooms haben wir leider noch nicht das Design fertig geklappt und wir haben leider noch keine Chats hinzugefügt. Das ist jetzt, das kommt später noch alles. Und Ausblicke und offene Punkte. Wir wollen das Hobbyforum noch mit mehreren Kategorien und Unterkategorien ausstatten und mehrere Chats pro Unterkategorie hinzufügen. Und das ist unser Logo, alles schön bunt. Das hat Lilly gemacht und da übergebe ich jetzt nochmal. Das ist jetzt auch schon das Ende. Danke für die Aufmerksamkeit und hoffentlich findet ihr neue Hobbys. Danke an die Mentoren Asu und Marco und ein herzliches Dankeschön generell an diesen Tag.